Moin, moin und herzlich willkommen zum Let's Play 7 Days to Die. Ja, wir fangen heute an mit diesem Let's Play. Verdammte Scheiße, ich bin direkt in der Stadt. Na, das ist ja eine dolle Wurst. So, als allererstes wenn wir uns vielleicht einmal was suchen, dass wir mal was kriegen hier. Gleich mal Auto durchsuchen. So, eine Schatzkarte. Na, das ist ja toll. So, was man natürlich braucht am Anfang ist einmal Pflanzenfasern, dass man dann gleich als allererstes mal einen Schlafsack, beziehungsweise wir brauchen dann auch Steine, nehmen wir natürlich auch mit, das ist ja klar. So, da haben wir jetzt genug. Wir brauchen mal Holz ein bisschen und dann brauchen wir noch zwei, drei Steinchen. Na gut, das sollte mal genügen. Wir brauchen noch ein paar Steine, dass ich mal meine Ding-Axt machen kann. Meine Steinaxt. Da ohne Licht schon mal einer, das ist schon mal schlecht. Das heißt, dann lassen wir mal Leiche. Vogelnester gibt es Eier und Federn. Federn sind wichtig für Pfeile. Ich will mal gucken, ob wir schon. Nein, kann man noch nicht. Na. So. So, jetzt müssen wir die Steinaxt machen, jawohl. Fertige. So. Jetzt sind hier natürlich keine kleinen kaputten Bäume. Das ist natürlich scheiße. Wie viele Zombies da drin rumfliegen. Oh, da sind kleine Bäume. Die sind definitiv besser, diese kleinen Bäume, weil ihr setzt zwei Schläge und man kriegt wenigstens was dafür. Das ist sehr gut, weil ich bei den anderen großen Bäumen, da kriegt man nicht besonders viel raus. Und da kriegt man wenigstens was dafür. Jawohl, sauber. Mal, ob wir noch ein paar von den Dinger finden. Wir müssen auf jeden Fall auch mal irgendwo hier, weil wir brauchen definitiv Waffen. Und seit diesem Update 1.17, was ich hier ja gerade spiele, also wenn, dann spielen wir da gleich natürlich die neueste Version, das ist ja selbstverständlich, hat sich einiges geändert. Oh, ihr Männer. Sauber. Sauber. Sehr gut. Ja Mann, da kriegt man wenigstens mal ein bisschen was zusammen hier an Holz.
Da ist auch noch einer. So, siehst du, jetzt haben wir schon 40 Holz. Das ist ja schon nochmal sehr gut für den Anfang. Das reicht natürlich hin und vorne nicht. Ich weiß nicht, ob ich da mal reingehen soll. Mal schauen, ob das Ding offen ist. Aber andererseits, das sind noch ein paar kleine Bäume. Wieder 5, sauber. Sehr schön. Lassen am Müll. Na, das ist doch schon nochmal ein Wort. Kurzes Eisenrohr. Von dem werden wir da sowieso noch mehr kriegen. Das will ich aber mal das zerlegen. Ich will mal wissen, wie viel. Boah, 15 Stück für die Dinger. Das ist natürlich ein Wort, ne? Holz. Samen. Gesperrt. Scheiße. Da sind mehrere Zombies drin. Ja, es geht schon los. Mummel neu. Was bin ich denn? Holzbogen fertigen. So, dann machen wir gleich hier Eisenpfeile. Noch ein kleiner. Jetzt. Steine nehmen wir natürlich auch mit. Oh, ihr Männer. Unbedingt irgendwas, wo ich mal eine Waffe kriege oder irgendeinen Scheiß. Das Rost mir geht doch mal irgendwo in ein Haus, ne? Aber bevor ich keine Knarre hab, Munition und so ein Zeug. Jawohl. 13 Pfeilspitzen, das ist sehr gut. Eine 13 fertige. So, das dauert wieder Weile. Oh, da ist ein weißes Auto. Was hat haben wir denn schon durchsucht? Na, haben wir schon. Dann gucken wir mal da vorne bei denen jetzt hoch. Blei. Wenn wir noch mehr als genug kriegen davor. Die zerlege ich mal gleich. Aus dem kriege ich mal nichts raus, aber hier kriege ich mal was raus. Stahlpfeile. Das ist doch mal ein Wort. Und
nehmen wir mal die. So, man sollte vielleicht einmal irgendwie zusehen, dass man mal anfangen, irgendwas bauen oder irgendwie ein Häuschen finden, wo wir vielleicht eventuell uns niederlassen könnten. Das geilste wäre natürlich, wenn es irgendwie eins wäre, wo komplett mit Stein, aus Stein gebaut ist, weil das einfach besser hält. Schießpulver kann man gebrauchen, Glasscheiben nehmen wir Ammel mit, den Stein auch. Sowieso dabei. Das ist Eisenrohr. Ich mache auch gleich auseinander. Die Kirche sieht gut aus. Die sieht sogar sehr gut aus, weil die komplett aus Stein ist. Zombies drin. Ist gesperrt, war ja klar. Ich würde sagen, wir warten mal, bis der Kerl die Arbeit getan hat. Nein, anscheinend nicht. Komm, wir beißen. Boah, was sowas von ich nicht will. Ja nicht viel gegeben hier. Oh du Scheiße! Die dicke Bär da kommt. Was zum... Nix drin. Ja, ich würde sagen, hier lassen wir uns fürs erste Mal nieder. Das heißt aber auch, wir müssen unsere Türen und alles ein bisschen stärken. So, das ist hier die Holztür. Es deine Bube ja nicht so einfach machen. So, was der Müll auf. Schlecht geschossen. Genau, bleib. Ach, da kommt hier noch einer. Boah, war der schlecht. Ich
scheint kaputt zu sein, der Kerl. Noch einer oder was, sag mal. Dass die immer wieder rum ist. Dann nur noch die Gefährder. Und es ist Leben auf. Sieht mächtig sauer aus. Ich würde sagen, wir lassen die mal rauskommen. Du für mich gefallen lassen. Autokühler aus Messing. Natürliche Antibiotika. Na, das ist natürlich ein Mollebrett, ne? So, ein Glas Honig. Auch nicht schlecht. Dose Nudeln zum Futtern ist auch gut. 49 Fontäne und Autoteile aus Messing. So, jetzt wollen wir erst einmal hier mal richtig schön eins Schraubenschlüssel, den werden wir mal zerlegen, von denen werden wir sowieso noch mehrere finden. Warum zerlege ich den? Weil ich da unheimlich viel Ding dafür durch Eisen. Kaffeebohnen, ist alles absolut in Ordnung. Und dann schon das dreckiges Wasser. Das macht nichts, das kann man kochen. Erste Teil hätte man von den drei. Obwohl eigentlich ein Kochtopf schon reicht für Zeug machen. Leck mich doch, warum ist hier oben? Gesicherte Holztür, gleich fertig. Öffne Sarg. Ist gesperrt. Oleg. Magazin benutzen. So, dann drehen Sie mal ein, mein Jung. Nein.
sehr schlecht. Okay. Hey, hast du keinen Pfeil für mich, du Sau? Zum Geißen. Ist diese blöde Sau jetzt hergekommen? Machen wir dicht. Leer. Nee, da hätten wir noch was. Kurzes Eisenrohr zerlegen. Schmerzmittel nehmen wir mit. Das tun wir nachher gleich alles sofort. Die Nägel nehmen wir mal mit, wer weiß, für was man das alles Schönes brauchen kann. Ja, wieder Patronen, sehr gut. Da fehlt ja nur noch die dazugehörige Knarre. Mehr. Kleber. Nägel. Messing. Zerlegen. Mehr kannst du mit dem Scheiß sowieso nicht machen. Das ist das Schlimme an der Sache. Mich für meinen Teil würde es aber nur interessieren, was zum Geil da hinten dran ist. Deshalb werden wir das Ding jetzt einfach aufmachen. Ich meine, das muss ja noch zu dem Ding irgendwie dazugehören. Also entweder ist da hinten dran einer, aber sonst wäre schon lang an das Ding gestürmt. Gegenstand muss repariert werden, natürlich. Ja, und? Oh! Ah, okay. Das Ding werden wir richtig geil aufarbeiten hier. Was man als nächstes braucht, ist Tierfett, dass ich mal ein paar Fackeln kriege. Das ist das nächste, was man unbedingt braucht. Dann werden wir erstmal den ganzen Scheiß da loswerden. Dass man wieder mal ein bisschen Platz kriege, weil ich seit dem 1.17 Update umso mehr du mitnimmst, umso langsamer läuft das Kerlchen doch. Dann kriege ich mir sogar noch ein bisschen Stahlbeer raus, okay. Mal so fahren, wollen wir auch nicht hinkriegen. Meine Herren, der ist ja also nicht da. Na super. Die macht unheimlich viel Schaden, die Kerle. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Ne?
Holz weg. Und wir haben eine Bombengesundheit, stelle ich hier gerade schon fest. Also das ist ja der Wahnsinn. Was kommt da noch? Ja, nee, ist klar, das hätte man ja sparen können. So, die zwei Säge da vorne haben wir noch nicht, sehe ich gerade. Drei Federn. Ja. Was ist das da hinten überhaupt? Da war ich noch gar nicht. Ist ja geil. Na, siehst du, doch gesagt, von der Zange kriegt man unheimlich viel. Aber eine werden wir mal aufheben, weil ich mir. Müssen wir mal gucken. Zerlegen. Glaskrug haben wir. Den zerlegen wir ebenfalls. Ich kann mal da rein gucken. Was geht hier? Hier ist die Verbrennungsanlage oder was? Nix. Kohlebrocken. Ja, in Ordnung. Immer. Alles, was nicht nie nur nachfest ist. So, wir brauchen einen Schlafsack. Fertigen. Ja, da sind wir hergekommen, genau. Jetzt wollen wir mal in den Sack alles reinlegen, was wir wirklich nicht mehr brauchen. Messing nehmen wir mit, weil ich da werden wir sowieso noch mehr kriegen. Flintmunition nützt mir noch nichts, genauso wenig wie die Munition. Und ja, obwohl die nehmen wir mal mit, weil das ist die Knarre, wo man am häufigsten findet. Nägel. Blei lassen wir da, den lassen wir da. Kleber brauchen wir nicht. Autokühlergrill aus Messing. Schmerzpunkttupf, der ist ganz wichtig. Kaffeebohne. Glasscheibe, Öl, Eier, Stofffetzen, ne, das kann man alles mal behalten. Natürlich Antibiotika brauchen wir jetzt im Moment nicht. Patronen tun wir mal in den anderen Sarg. Obwohl, die wollte ich nicht nehmen, ne? Flintmunition. Das da. Die nützt mir noch nichts. Die Armbrustbolzen. Glas Honig nützt mir auch noch nichts. Dose Suppe. Trübes Wasser tun wir auch weg. Nitratpulver brauchen wir ebenfalls nicht. Warte mal, was mache ich denn? Ich wollte das ein bisschen. Anständig. Einräumen. So. Nitratpulver. Alles, was Glasding ist.
Glas essen und Mutter noch was zum Essen. Das da, das da und das da. So, Papier brauchen wir nicht. Kommt weg. Das ist Werkzeug, das tun wir bei der Waffe mit rein. Schießpulver brauchen wir nicht. So. Hier kommt also alles werkzeugmäßig rein. Das heißt Schraubenschlüssel. So, was haben wir noch? Und hier alles, was essensmäßig ist, trinken oder sonst irgendwas, was irgendwie damit zu tun hat, tun wir hier rein. So, die Schmerzmittel nehmen wir mit, weil die könnte noch Gold wert sein. So, Verband, Tür. Die ganzen Marmel da. Und einen Schlafsack müssen wir noch. So, und der Gebietsschutzblock. Schieben wir mal genau da her. Schlafsack tun wir hier hin. So, eine Fackel, mit der kann man sowieso nichts Großartiges anfangen. Wie gesagt, wir brauchen definitiv Tierfett, dass wir uns ein paar machen können. Eisenpfeile und das normale Stahlpfeile. So, jetzt haben wir hier alles durchsucht. Es ist jetzt Zeit, einen Cut reinzumachen. Pflanze, was mit der scheiß Topf voller und so. Da ist eine Kerze, die macht wenigstens ein bisschen Licht. Das ist in Ordnung. Wir haben hier überall Kerzen, das ist sehr gut. Da brauchen wir schon weniger Fackeln. Ah, schade. Wäre zu schön gewesen. Ja, für das erste Video soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich erstmal tschüss, ciao, und grüßt mir die Hühner.